Mir fehlen nur noch 7 Bücher. Das war schön. Mir fehlen noch. Hast du denn deine Mütze endlich mal gefunden? 2. Meine was? Deine Mützenmod, die ist ganz weg. Ich weiß nicht, wo die ist. 3, ich weiß ja nicht, wo ich suchen soll. Außer in der Modkiste und 6, in der Händlerkiste, 7, ne? 8, 9. Mir fehlen noch 11 Bücher. Aber ich habe den Händler nicht mehr markiert, also sind für mich die Betengeschichten hinüber. Oh. Das ist nicht schön. Händler nicht markiert. Der Händler ist... die eine Quest von der Chefin war fertig. Aber das wird mir so irgendwie im Bildschirm nicht mehr angezeigt. Ach so, warte mal. Habt ihr vielleicht Bock, alle eine Nachtquest hier im Biom zu machen mit Dingsbums hier? Sag mal, setz drauf. Generatoren, Nachtquest. Ja, komm, du einfach für eine Stufe. Stufe 2? Ah, nee, das sind 3,7 Kilometer. Nee, nee. Ich mach da jetzt keine Stufe 2 zu 4, eine Stufe 2 Aufgabe. Da bin ich ja in 2 Sekunden durch. Sei doch nicht so! Aber du schießt 5 Mal und dann hast du wieder 30. Ja. Eierin nachts. Das ist das Problem. Oh, ja. Ja nicht an mir. Ich habe versucht, die ganze Zeit mit Axt zu kämpfen am Anfang. Ich konnte die Quest doch abgeben. Hey! Das Einzige, was man überlegen kann, wenn man in das Biom geht, dass man vielleicht auf seine Waffen einen Schalldämpfer draufpackt. Ja. Na, wir müssen dort, glaube ich, sogar noch 3 zu Hause haben, oder? Schalldämpfer? Ich habe meinen Schalldämpfer nämlich abgemacht. Also meiner müsste noch da sein, wenn er nicht benutzt ist. Es müssten eigentlich noch welche bei uns in der Base sein. Ich bin aber auch schon wieder ein Dulli. 2 Stück. 2? Hm. Wie lange würde denn das dauern, da noch ihn anzufertigen? Oder 2? Geht doch schnell. Vielleicht. Weil ich würde dann nämlich auf der MP5 so ein Ding raufmachen. Gut, Schalldämpfer ist bei mir noch nicht freigeschalten. Also ich habe den Bauplan noch nicht gelesen. Oder? Ich kann ja gleich mal gucken. Ich fahre jetzt erstmal zu uns im Biom zurück. Und dann gucke ich nach, weil die beiden Motorräder auch immer gleich wieder ausräumen. So, bei mir ist er freigeschalten. Ich könnte Schalldämpfer bauen, Patte. Ich bin gerade auf dem Weg vor. Aber das ist für Kleinkaliber und geringer Schussrate. Funktioniert nicht bei Revolvern. Ich komme mal hin. Patte, kannst du mal ein bisschen Stahlkunst... Richtig, richtig, Rasi, ja. Ist alles. Wir sind schon bei 7 Stunden wieder, ja. Dann bin ich gleich da. Fuchsgang! Prost! Klung! Knappe Punkt. 2 Punkte. Warum hat er mit die Intelligenz? Warum sagt er mir Intelligenz geht wieder runter? Willst du mich veralbern? Ist meine Brille kaputt oder so? Ist bei mir bei manchen Dingen hoch. Da ist tagsüber ist er drunter und nachts ist er wieder oben. Bin ich nachts schlauer als dunkel? Ja, du hast Gegenstände, die. Wenn du die aufhast, kannst du rein theoretisch dich höher leveln. Ja, auch ist ja richtig, aber warum macht der mir jetzt Intelligenz schwach? Weil verhandeln habe ich jetzt Gear von 5, verstehe ich überhaupt nicht. Wo ist denn jetzt irgendjemand meine Intelligenz? Hast du deine komische Händler? Ich habe die Nordbrille auf und das ist ja die. Ja, und die hat vielleicht weniger Prozente. Das haben die haben bestimmt wieder irgendwas geändert, weil das habe ich zum ersten Mal gesehen, dass im Fähigkeitenbaum dann da steht, du erfüllst nicht mehr alle Voraussetzungen. Dann haben die irgendwas angepasst bei dem Update. Machen sie ja ganz gerne mal, wie wir wissen. Da wird gesagt, es wird ein Gebäude angepasst und dann um unser am Baum quasi. Ja. Da haben die bestimmt beim letzten Update was geändert. Ich weiß gar nicht, wann war das letzte Update? Schau ich einfach mal die Brille, vielleicht ist die Brille kaputt. Ja. Bring die mal zum Optiker. Vielleicht sind die Gläser kaputt, Mann. Ja. Wenn wir mal gucken. Undeutsch. Infected Chocolate. Ah,
Passwort abgedeckt. Bei mir steht das letzte Mal am heute 10.24 Uhr. Achso, bei mir technisches Gespräch mit der Tochter. Nee, nee. Es ging nur gerade um wieder was ganz, ganz Wichtiges, die wichtigste Geschichte im Leben. Was ist denn? Essen. Wir brauchen Stahl. Gleich habe ich den Schatz gefunden und da freue ich mich. Ja. Eis hast du aber gesagt, brauchst du nicht paddeln, ne? Nee, kannst du wegschmeißen. Sei doch nicht so. Weg. Kriegen wir ja kein Eis mit. Bisschen Eis zum Abkühlen. Da stapft einer durch den Schnee, das habe ich gehört. Und? Ja, Essen ist das Wichtigste. So. Ja, richtig, Rasi. Was heute denn? Und ich friere auch ganz schön, merke ich gerade. Ich könnte Stück. Jetzt langsam mal mein Fenster zumachen. Jetzt ist da keine Sonne mehr da. Also zwei Schalldämpfer sind hier noch. Also ich nehme mir schon mal einen raus und hau mir den auf der MP5. Sag ihr Eier, wir brauchen Eier. Richtig, wir brauchen Eier. 12 Minuten braucht das. Warte, das kommt raus. Warte mal da. Wie viele Werkbänke das sind das? Das kommt rein. Achso, warte mal, ne Quatsch. Das sind eigentlich alle frei sein. Kann das nach Dingsbumsen, ne? So, dann haben wir das auch gemacht. Also ich wollte mein Fenster gerade ja zumachen. Warte mal. Oh. Du kannst dein Fenster schief zumachen, nicht gerade. Ja. Der ersten sind wir auf 10,5 Minuten fertig. Ach, oh Gott. Wie eine alte Frau, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ah. Hast du deinen Rentenbescheid schon ausgefüllt, Chefin? Nee, die wollen mich nicht. Haben sie abgelehnt, zu alt. Abgelehnt, ja. Ja. Die fällt ja bald um, ne? Die kriegt von uns nichts. Ja. Das ist ja so ein kleines Kärtchen, so ein weißes mit so einem gelben Band dran. Und das kannst du, wenn es soweit ist, an die große Zehe hängen. Mehr kriegst du dann nicht mehr. So. Wie lange der immer braucht, um sein scheiß Funkgerät einzuhängen, ey. Wenn der hier quatscht. Der komische Händler. Komm her, Droni. Ich will das hier unbedingt mal machen. Mir ist eingefallen, dass ich hier dieses Gebäude noch gar nicht gemacht habe. Ja, mach's doch. Hast ja, du deine Quest auch. Denn, hallo, hast Kukuma. Du denn die, Quest ja, warte später. Es gibt keine Quest. Es ist freie Schnauze. Ich hab gedacht, du wolltest eine Dings machen, eine Fünfer mit uns. Nee, ein Fünfer machen, wir sind aber noch zu viert. Ich meinte hier Dings, Stromwiederherstellung hier. Die alte Frau muss sich bewegen, ja, ja. Ja, ich hab doch keine Fünfer nachts gehabt. Bist ja lustig. Oh, ist das Lehm? Ist das Lehm, Chefin? Nee, das ist Sand. Hau mal mit der Schaufel rein. Ah, doch, es ist Lehm. Ja, mitnehmen. Brauchst du Lehm oder was? Ja, ich brauch ganz viel Lehm. Ach so. Ja, hier geht es um Lehm und Tod. Aber da kommt irgendwie nichts raus. Entweder hast du nichts geskillt, aber das ist ja nichts. Das brauchst du nicht weitermachen. Das ist nix, ne? 20, 30, 33, nee. Das kannst du knicken noch abhelfen. Das ist Sand. Da kommt viel mehr Sand raus. Das will ich nicht. Sand willst du nicht? Nee. Aber vielleicht ist da ja was drunter. Das
Sand habe ich wie Sand am Meer. Ach ja, Scred, das ist ja lustig. Okay. Aha. Nee, da war ich noch gar nicht. Ich weiß, ich wollte das mal looten, aber ich hab's noch nicht geschafft. Und es ist dunkel. Jetzt könnt ihr loslegen. Siehst geil. Du, der Artrop ist ja immer noch da. Jetzt fahr ich den Artrop hin. Fahren Sie vor, nee, da ist nichts drin. Jetzt habe ich es doch mitgenommen. Ja, jetzt halt kannst du rausschmeißen, Leben kannst du behalten. Übrigens, der Schalldämpfer verringert auch die Reichweite um knapp 10. Oh. Ja. Oh. Aber du wächst halt im zerstörten Biom nicht jeden Zombie, jeden Nachbar auf. Wollte es nur mal gesagt haben. Entschuldigung, Mutti, dass ich so lieb war und darauf hingewiesen habe. In der Gesamtrechnung, jetzt gehen wir davon aus, du schießt mit einer normalen Waffe, die weit spritzen kann. Wächst aber damit jeden Nachbarn. Kommt auf Deutsch 50 Zombies. So, du schießt mit dem Schalldämpfer, da wächst dir kein Nachbarn auf und du vernichtest nur die Zombies, die da sind. Habt ihr ja. Chefin, der Airdrop ist da, aber auch wieder nicht. Hä? Das Zeichen ist da, aber hier ist nichts. Schrödingers Loot. Hier ist nicht. Ich stehe genau im Airdrop. Hast du das mal so nach oben geguckt oder so vielleicht? Nein, bei einem Meter. Ach soll ich krass, nach oben Grad. Gucken? Das ist ja cool. Ah, gut. Aber was? Das ist ja cool. Warst du vor uns mal hier und hast den Airdrop geholt? Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Ich muss mal kurz auf der Map gucken. Warte mal. Ja, der zweite Airdrop, den du eigentlich auch abholen wolltest. Hast du den schon abgeholt? Ich glaube, da, wo Paddel stand, da hatte ich vorhin abgeholt. Da hatte ich gesagt, der stand auf dem Dings drauf. Auf der Parkuhr. Ja, den hatte ich ja du. Weggeholt. Ja, da hier steht doch eine Parkuhr. Ja, na, das war der dann. Den hatte ich ja weggeholt hier. Ja, da hat der Server vielleicht in dem Moment, wo du den geholt hast, auch ein Leck gehabt und da hatte ich doch gesagt, das war doch hier so ein M60, Munitionspaket, wo doch 100 Hülsen und das drin waren. Der war das. Schön, hast du angeklopft, Asmodus. Sehr schön. Dann hat der Server wirklich gerade ihn weg. Boah, was ist denn das hier? Also zumindest sollten wir dann vor dem Blutmond wenigstens nochmal neu starten. Auf alle Fälle. Definitiv, ja. Nicht, dass der Blutmond anfängt, den Zombie stattfindet. Ja. Voll kacke. Auf alle Fälle. Oh, wie krass ist die das denn hier aus? Ich hab mir letztens einen Stream angeschaut, da wurde ich von jemandem, den ich gerne gucke, hingeradet. Da wurde gezeigt, wie sie gerade so ein Gebäude bauen. Das war auch interessant. Oh, cool. Ja, das war der Koch. Da haben sie gerade einen Bahnhof gebaut, einen riesengroßen. War sehr schön anzusehen, wie sowas funktioniert. Glaube ich, es würde mich auch mal interessieren. Ich habe auch schon zum Zeni gemeint. Ich würde voll gerne mal bei dir zuschauen, wie das funktioniert. Musst du mal unseren Kumpel fragen. Ja, geht schon wenig mehr. Das Tiergehege. Das ist alles zu. Zuwärter. Zuwärter. Ein Tiergehege. Obwohl das Tiergehege, denke ich mal, mit seiner Erfahrung könnte er auch gute Mods. Der müsste eigentlich auch gute Mods bauen können. Jetzt hat er wieder Hunger. Ist auch um die Frage dessen, was. Sollst du nicht können, was da? Ja, aber ich denke mal, durch die Erfahrung weißt du ja, was du brauchst, was dich tötet,
was interessant wäre noch irgendwo, was man noch nicht erlebt hat oder wie nicht zum Beispiel. Ich finde, das Seven Days, es fehlt einfach das Angeln. Genau. Wir haben doch keiner erzählt, es sind übelst viele Teiche, Meere, Flüsse und nirgends so ein Fisch. Also das, was mich auch schon gewundert hat. Das Thema Wasser ist völlig vernachlässigt. Dafür, dass wir mittlerweile so viel Wasser dabei haben. Hast du ja mittlerweile auch so viel Nebengewässer im Zeug. Oder ein paar Krokodile zum Beispiel als wilde Tiere. Wäre auch was. Hä, das ist ja auch zu. Muss ich mich raushämmern jetzt hier? Der Hammer, Hammer hart. Hurra, hurra, die Hexe ist tot. Ich dachte, hurra, hurra, die Schule brennt. Also wenn ich ein Gebäude nicht kenne, würde ich halt immer gerne den regulären Weg gehen, aber ich weiß nicht, was der reguläre Weg halt ist, ne? Um Licht nach? Na, eigentlich ja, ne? Hier ist zu, hier ist auf. Hier ist auf, da machen wir zu und machen dann den Schuh. So, was mache ich denn jetzt noch für Muni? Was könnt ihr schon mal für Muni machen? Bin ich richtig bis jetzt, ja, gell? Hier füllst du ja schwarze Panzerbrecher, nein, also. Nein, 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 nein. Dann mache ich die. Dann mache ich die für mich. Mach's dir. Ich mach's mir. Da kannst du nur eine Granatwerfer bauen. Das wäre eine, die hast du noch nicht gebaut. Nee. Raketenwerfer kann ich, glaube ich, aber wäre höchstens Level 1. Der würde nur springen. Ja, Level 1. Das war's aber noch nicht, oder Leute? Das ist eine Lachnummer. Der Level 1. Die kann ich noch gar nicht in Kisten bauen, das ist ja scheiße. Und 1800 passt. Doch, welche, was? Werkbank benutzen du hier? Ich wusste links wieder, dass du Mitte. Das sagst, Alguru. Links und Mitte, alle klar. Ich hab mir selber gedacht. Ich hab mir selber gedacht. Paddel, soll ich noch die Silos leer buddeln? Ja, mach einfach mal ein Stich und wenn der Lehmanteil gut ist, dann ja, wenn nicht, dann nicht. Ran an die Arbeit, du alte Frau, ja. Jetzt mache ich hier den Michael Jackson. Und die Chefin hat immer nur zu hören, dass er alt ist. Schon krass, ne? Aber ist das so? Kommt im Alter, sagt er. Ich sag immer, wenn es hinten wehtut, sollen wir vorne aufhören. Oder recht. Wenn es vorne juckt und hinten beißt, nimm Klosterfrau Melissengeist. Oder genau. Wie der Stoff sonst so heißt. Weißt ja nicht, wenn du aufhörst vorne, ob du hinten jemals noch kannst. Am besten nie aufhören. Ja. Wenn es hinten nicht mehr geht, funktioniert es vorne meistens auch nicht mehr. Das sind wieder Weisheiten. Virtueller Sport, ja. Ja, ganz, ganz toll.
Nee, also das ist schon mal sehr, sehr cool hier. Ach, Sister, ich habe Blut vergessen. Hat sich also doch rentiert. Mm-mm. Nein, ich habe mir keine Kiste gemacht. So viel Loot ist da ja nicht. Krasi. Naja, klar, vielleicht versteckt sich hier noch Loot. Was ist denn das jetzt hier? Bruchsand. Haben wir noch Blei und Leben? Oder hast du schon alles verbleit? Das Blei ist, wenn noch. Ach, hier werden schon die Schotschutz gemacht. Genau, Takeru, ja. Die könnten wir mal noch einhauen hier, sonst unter Garantie. Vielleicht ist hier ja noch was drunter. Für den fleißigen Looter. Ah, hier fehlt Blei drinne. Ja. Nein, ich hab's nicht mehr. Echt, das geht richtig tief jetzt, oder was? Optional. Ah, das wird jetzt lustig. Hast du schon gemacht, oder was? Scratch. Die Weisheit des Tages, genau. Ja, ganz hinten an der Blue Moon Base steht einer, aber der kann ja da stehen bleiben. Wie der Schalldämpfer auf der MP5 einfach mal aussieht, als ob das eine leere Energy-Dose ist. Naja, irgendwann muss es aber aufhören, oder? Ja, es kommt nur noch Bruchsand. Hast du kein Visier auf dem Alter! Auf MP? Ich hab da auf dem MP, hab ich drauf. Okay, das war lustig. Laser Zielhilfe-Mod, Auslösergruppe Vollautomatik, Schalldämpfer-Mod und Trommelmagazin. Ja, nee, gut, die Laser-Zielhilfe, die nutze ich ja gar nicht. Überhaupt nicht meins. Nein, komm, sonst mit dem Sichtbereich, den komme ich immer durcheinander, von daher. Geht gleich weiter. Nägel kannst du scrappen. Die Chefin immer noch am Futter, die futtert jetzt schon über eine Stunde. Mann. Die Chefin ist nicht, das ist. Die hat mir früher dazu gesagt, wie so eine Art Mülleimer. Alles rein. Asmodus, eigentlich kannst du doch deine Asmo-Bike-Markierung rausnehmen, oder? Ich muss ja auch noch groß und stark werden. Und vom Paddel, die jetzt sofort zur Markierung, könnt ihr ja auch raus. Ich bin ja erst 29, also ich muss noch wachsen. Ich hab's rausgenommen. Alles klar. Ah, hier drüben laufen ja auch noch die Schossspitzen durch. Alles gut. Dann habe ich nichts gesagt. Wüstenbeginn kann ich auch rausnehmen. Weil von der 44er Magnum-Munition konnte ich so eine Kiste herstellen. Das Loch kann ich auch rausnehmen. Rasi, das Problem ist, ich brauche keine Kiste machen, weil der Paddel möchte kein Bruchsand. Und du erhältst ja mehr Bruchsand als Lehm. Er will nur Lehm haben. Ich habe jetzt aus einem Silo 400 Lehm bekommen. Ist das jetzt viel oder wenig, Paddel? Wenig. Dann brauche ich nicht weitermachen. Nee, dann. Dann brauche ich nicht weitermachen. Achso, warte mal, da drüben war ja auch noch, ne? Aber jetzt ist es Nacht. Habe ich jetzt eine bessere Intelligenz? Vielleicht liegt das an der Nacht. Gummibären. Nee, noch habe ich denn jetzt eine schlechtere Intelligenz? Verstehe ich. Weil du nachts immer müde bist. Und da verschlechtert sich einfach deine Intelligenz.
Weil du müde bist, verstehst du? Deine Intelligenz. Ich habe den Megalutraum gefunden. Ich sag, ich bin fertig. Ich bin ja gar nicht fertig. Oh, jetzt habt ihr mich aber getriggert. Schmeißt den einen Kaffee raus, zerscrap die Dosen, zerscrap den Kochtopf, zerscrap die Nägel, haut das Papier raus. Haut den Stoff raus. Den Kochtopf kannst du zerscrappen. Ja, und jetzt guckst du erstmal, was du weg. Was, wenn sie mit allen Silos fertig ist, sagt sie leise Scheiße. Und dann kannst du ja mal gucken. Und dann kannst du ja mal gucken, was du in deine Drohne reinkriegst. Ja. So sieht das eben nicht aus. Ich nehme ja doch meine Pumpgun wieder. Wo ist die eigentlich? Die automatische Stoßflinte kriegt mich auf. So. Warum hast du eigentlich hier 5 Millionen Schuss mit? Weil wir ein Tier 5 Gebäude machen wollten, was wir doch nicht gemacht hatten. Die Muni, die reicht ja fast für einen Blutmond. Ja, aber ich sollte ja auch eskalieren. Wir wollten ja eigentlich den Buchladen machen in dem Biom. Hier auf 5 bei Nacht. Und dann hast du mich zurückgeholt. Du stehst vor einem anderen Haus. Was ist denn das hier unter der Treppe, hier draußen für eine Kiste? Da ist ja auch Zeugs noch drin. Das gehört dem... Dem Neuen? Takuma. Achso. Ich hab mich jetzt bloß gewundert. Nein, alles gut. Da sind ja 3186 Robotikgeschütze Munition drin. Ja, keine Ahnung, wie die heißt. Ich muss mich doch schützen, Scrat. Hat er gebaut. Ich weiß es nicht. Hier ist Papier drin. War ich jetzt hier wirklich schon komplett Oberschrot. Den groben Schrot zerlegen wir mal. Da war ich auch. Nee, dran. Nicht zerlegen. Nicht? Halt. Hat er doch nicht gemacht. Sehr schön. Grob zerlegt, die haben wir halt den groben Schrot. Weil keiner den braucht. Doch. Verschrotzenmuni. Ach, Verschrotzenmuni. Nee, nicht Verschrotzenmuni. Echt? Ja, Kisten mit robotikgeschützter Munition. Oder auch für deine Frackraketen. Wenn du irgendwann mal einen Raketenwerfer haben möchtest. Ja, da kommt grober Schrot rein für die Munition? Bei der Frackraketenmunition kommt grober Schrot rein, ja. Aber auch nur bei der Frackrakete. Bei der HE-Rakete kommt bloß Raketenspitze, Schießpulver, Klebeband, Benzinkanister und Raketengehäuse. Wie gesagt, der Raketenwerfer Level 1, der bringt nichts. Das ist für ein Poppes. Ich zerlege jetzt hier erstmal ein paar Pfeile. Legen. Die ist ja der helle Wahnsinn. Legen geht nicht. Wie lange müssen die jetzt hin zerlegen? Wie lange brauchen die? Total aus der Häuschen. Es gibt noch so ein Silo mit Blei. Ach, hör doch auf, Rasi. Da muss ich hin. Überall die Geie. So. Und dann mit der Uschi. Die Bleimarkierung kann man von der Karte löschen. Die kleinen. Ja, löschen. Bringt die Chefin hier erstmal einen Geier mit. Was? Frag ist Fragment, zu Deutsch Splitterwirkung. Worum geht's eigentlich jetzt? Anderes Wort für Bestandteile, Fragmente. Wer ist Mente? Die Geier sind des Entwicklers bester Freund, ja.
Warum? Warum? Wegen was ist Frag? Habe ich was verpasst? Frag-Munition. Ach so. Raketenwerfer. Ach so. Ja, ja. Klingelschlange. Ja. Ah. Ja, ja, hieß leck mich am Puppe. Nee, 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 nee. Bei uns hier nicht. Das erklär ich doch immer wieder. Ja, ja heißt ganz langes A, verstehst du? Heißt ja, ja. Nur ja, ja ist zu lang. Ja, ja heißt nur im Osten zum Kosten. So, erst einmal abladen hier. So, Kinder der Welt und des ewigen Lebens. Alter, was haben wir für Schrot? Gibt's ja gar nicht hier. Du musst mehr mit dem Schrot in den Bollern, Scheffel. Ja, merkt das. Ich hab die automatische liegt sonst wieder drin, kannst ja die schnappen. Scheffel, in der Händlerkiste ist eine Schatzkarte. Ha! Ja, ich hab gesagt, ich hab eine Schatzkarte für die Chefin, die pack ich da rein. Von die Jennifer. Die ganze Zeit wie wir die Chefin die ganze Zeit beschäftigen, dass sie auch nicht nur in unserer Nähe ist. High Explosive. Und dann fährst du mir wieder hinterher. Wer? Ja. Na ja, klar. Wer ist dir denn hier schon hinterher gefahren? Der Paddel, der wollte mit mir eine Quest machen. Hast du Beweise? Der wollte mich sterben sehen. Stefan, muss ich dir jetzt noch das Einräumen erklären? Wieso, was denn jetzt schon wieder? Bin ich doch gerade dabei. Du hast Eigenschaftsbücher in die Bauplankiste geräumt. Echt? Hm, schau jetzt schon wieder raus. Wer hat denn das komische Ding hergebaut? Dieses Viereckchen nach oben mit den Wölbungen. Das muss ja der neue gewesen sein. Sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was es werden soll. Wovon spricht ihr denn? Hinterm Händler. Muss da gucken. Steht irgendein ein Bauwerk. Ja, die Nacht ist ja sowieso gleich vorbei. Auf den Arme. Genau, Jens. Prost. Klong. Da kann man dann auch mal schnell rüber. Denk mal, der testet sich gerade mit den neuen. Jennifer Anderson sah nicht schlecht, ja. Aber warum der aber ausgerechnet auf den Surfer? Auto. So, das sind auch noch. Nee, ich meine, zum Austesten ist doch eher. Nö, ach, Austesten, Surfer ist doch perfekt dafür. Ja, die 500 Rohre und alles kannst du alles verkaufen. Wir haben zu viel davon. Ja, ich habe mich schon gewundert. Oder wird seine Blutmundbase hier? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ach. Interessant aus. Jo, auf jeden Fall. Die Dinger hier auf dem Boden sehen zwar eher so aus, als ob da. Huch! So. Geht klar. Nee, als ob da dann so Silvesterraketen rausgezündet werden. Raketenwerfer? Achso, ja. Wie eine Katjuscha-Batterie. Und weg damit. Also ich finde auch, wir sollten den Server dann mal neu starten, weil ich habe auch irgendwie vom Spiel Sound fair. Was sagt man denn? Ja, danke. Ja, ist weg. Haben Sie eine Buddelgenehmigung? Ja, ja, ist meine Genehmigung. Da. Oh oh. Huch! Okay. Oh, da kommt's aber. Kann doch wohl nicht wahr sein hier. Aus da! Nimm dir gleich die Leitern weg, dann kannst du zusehen, wie du hochkommst. Na, ich flitze erstmal zur Base rüber, dann logge ich mich aus und dann können wir den Server mal schnell neu starten. Geil. Ist das ein Deal oder super geil. Alles gut. Ich bin noch am Aussortieren. Zement.
Sement. Holz. Eisen. Sementer. Wo willst du denn die Schalter hin haben? Fahrzeugteilekiste. Ah. Da siehst du schon, dass so viel Stromzeug drin. Okay, das ist ja dann wieder hier drüben, ne? Muni. Mal kurz gucken hier. Was noch ist die Molly teuer in der Herstellung? Was? Ein wichtiger Tipp, nicht in geschlossenen Raum den Raketenwerfer abfeuern. Ja, das. Aber warum denn nicht? Das macht doch gerade mehr Spaß. Das ist der apropos, Chefin. Muss man aber mal machen, weil es lustig ist. Nimm mal den einen zur Raketenwerfer. Ja. Nimm mal diese Rakete, eine Rakete, die ist bei Knallzeug drin, glaube ich, oder Pfeile ins Verbeten. Ja. Geh mal in deine Base und guck mal, ob du vorne durch die Tür damit schießen kannst, ob die durch die Gitter durchgehen. Ja. Das kann ich machen. Aber vorher speichern. Erst mutig, ich habe jetzt schon drei, wie sagt man denn, Dingsbumse für dich, ne? Du weißt Bescheid. Ach, und Krischi, wir haben einen 6er Raketenwerfer da, ne? Felszertrümmerer. Oh, cool. Wir haben einen 6er Raketenwerfer da. Achso, den habe ich noch nicht gesehen. Da müsste man ja quasi nur, wenn dann die Raketen dafür bauen. Im Dixie abfeuern. Was würde denn der Spaß eigentlich kosten? Nein, das ist nicht teuer. Ach so, ja, ich wollte ja gerade drüber gebabbelt, gell? Na, wenn wir jetzt so, insgesamt Waffen, 100 Raketenwerfer, gerade mal vier Raketen. Und Knallzeug, ne? Das sind die, wenn du die Weißen. Und dann abherstellen. Also für mich, ihr könnt die Dinger herstellen, wäre kein Problem. Ja, ich will jetzt mal bei der Chefin beobachten, ob es jetzt stirbt, ob es am Gitter abprallt oder ob es durchgeht. Weil meine Pfeile sind ja durchgegangen, aber jetzt weiß ich nicht, ob die Raketenmunition durchgeht. Das könnte wahrscheinlich nach hinten losgehen. Nur ja. Deswegen sollst du ja die Chefin testen, nicht ich. Genau. Herr Eister. Überlebt es oder überlebt es nicht? Oh ja, mach das, Racker. Hm. Genau, ich kann die Chefin eine Umfrage machen. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Nee. Oh. Nee, nicht. Oh. Nee, geht ein Scheiß. Der Händler hat ja noch nicht auf. Ja, Fleisch dauert. Ja, vor allem Hähnchen darf es ja nicht zu schnell auftauen, Racker, ne? Musst du immer gucken. Da musst du immer gucken. Sag mal, haben wir die letzte Vorhersage eigentlich? Ja, haben wir gemacht. Okay. Ihr wisst Bescheid, ne? Weiß ich nicht. Raketenwerfer. Tot. Raketenwerfer tot. Ja, nein. Ihr wisst Bescheid, was das bedeutet. Werde ich jetzt sterben, ich den Raketenwerfer abfeuer? Raketenwerfer, ja, nein. Bitte nicht alles ankreuzen. Ja, gehen ja bestimmt alle auf nein. Dann gehe ich jetzt auf ja. So, es geht um diese Base, unsere Liebeskugel-Base. Und da muss ich jetzt ausprobieren. Also, du weißt schon, dass wenn das schief geht, kostet uns das noch eine ganze Menge Material bis zur. Ja, wir haben ja sonst notfalls noch Paddel seine Boden und Base. Warum tippen alle auf ja? Ihr müsst auf dein tippen. Ob das funktioniert? Und ich wäre ja noch dafür, wenn sich einer zur Verfügung stellt als Zombie. Chefin, ich komme. Wo ist ich hab gerade noch irgendwie einen Termin. Ich muss, glaube ich, noch gerade irgendwo hin. Ich stelle mich freiwillig hin. Oh, du brauchst doch nur hier die ins Biom gehen und mal kurz rumballern, dass ein Zombie kommt und dann rennst du rein. Werde ich jetzt sterben beim Abfeuern? Ja oder nein? Irgendwie gehen sie alle auf ja, warum geht denn keiner auf nein? Hä? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich das gewusst, weil ich sterben werde. Sagen ja alle. Ich werde sterben. Gib mal dem Paddel seine Punkte wieder, dass er auf nein setzen kann. Durch diese Mini-Dinger kannst du es anscheinend nicht abfeuern. Das prallt ab.
wenn ich sehen. Pech habe. Matze, Matze ist schlau. Der setzt ein paar Punkte. Klung. Genau. Hallo. Kevin, da ich überleben will, also nicht überleben will. Matze, aber kurzer Tipp. Kleiner Tipp, Topf nehmen, Boden nach oben, das Lebensmittel auf den Topfboden legen und zweiten Topf oben drauf legen. Ja. Und dann taut es schneller auf. Aha, Leute. Matze, aber für dich ein kleiner Tipp, wenn du unten, wo du die 10 eingesetzt hast, ganz unten benutze definierte Eingabe, da kannst du gleich einstellen, was du setzen möchtest. Ich mach 10.000. Ja, aber weil Matze immer 10er Schritten hochgedingst hat und das dauert ja ewig, wenn du da oben. Strafsack. Ach, hör auf, das wusste ich auch noch nicht, Dagero. Oh, interessant, guter Tipp, ja. Was verdammt den Stream die ganze Zeit vergessen, beziehungsweise stumm, sorry, ich gehe mal besser in den Lurk, muss nochmal los bis später. Oh, Gunnar. Ja. So, dann geht's los. Ja? Moment. Moment. Ich bin doch schon da. Ach so. Dein Suisat mit Opfer ist doch noch nicht an die da. Ja. Die Öffnung vor mir ist anscheinend zu klein. Wir werden es jetzt sehen, Rasi. Mal gleich sehen. Übrigens, dein Motorrad könnte kaputt gehen. Aber okay, auf die Plätze, fertig, los. Du bist doch noch gar nicht da. Ach so. Gehirn. ja. Ja, das will ich so nahe kommen. Ach, Schaden. Na gut, kriegst du ja keinen Schaden, weil es ja PvE. Das war's. Ist nicht durchgegangen, ist dahinter geblieben. Meinst du? Na, ich stehe da genau davor. Ich hätte doch was abgekriegt davon. Meinst du nicht, das hat hier, warte mal, hat das hier jetzt irgendeinen Schaden genommen oder so? Anscheinend nicht auch, nö. Ne? Auch das Gebäude hat keinen Schaden genommen, ne? Hä? Hey. Na gut, das siehst du ja nur, wenn du eine Nagelpistole in der Hand hast. Ja. Wie gesagt, ich habe hier den echten Schaden, den es gemacht hat, waren meine Faustschläge jetzt. Und oben an der Decke oder irgendwie so hier irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe immer gedacht, dass. Wenn du musst ja von drinnen gucken, weil es sind ja zwei Lappen. Immer von drinnen, immer von draußen. Es steht alles auf 99. Patronen. Also wenn, dann marginal. Also nur so, nicht mal 100 Schaden. Das Physik. Die Munition steht da, wie viel Blockschaden die macht. Also du weißt ja, in Chemie war ich ja, habe ich eine 1 gehabt, aber ich habe Physik gehasst. Gehasst. Normalerweise hat die Waffe hohen Schaden. Tja. Ja. jetzt stoppen wir den Server neu und siehst, wie das Gebäude zusammenbricht. Ja, genau. 46% haben gesagt, ich werde nicht sterben. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Asmo, für deine Punkte. Ach nee, du kriegst ja Punkte. Ja, weil. Ich habe ja gesagt, sie stirbt. Du hattest eine 4. Ja, Physik. Physik ist furchtbar. Physik ist furchtbar. Chemie, weißt du, ich bin ja eher so der praktische Mensch. Ich musste ja immer sehen, was ich mache. Und da war Chemie halt das Richtige. Ne? Und in Physik muss man meistens irgendwie was Komisches ausrechnen. Das Schöne ist, ich habe heute mit 25.000 Punkten angefangen, bin jetzt bei 73.000. Ich komme bei der Chefin irgendwie nicht mehr auf Punkte. Hätte ich jetzt nicht gedacht, Algero. Die Chefin macht immer das Gegenteil von dem, was du abstimmst, Paddel. Das ist so. Meistens, ja. Ich habe 47.000 Punkte, da kommt man, dann spiele ich ja öfters in so einer Duck ab. Oder Eier, wir haben keine Eier, das kostet ja immer 2.000. Und ja. Apropos, ja. Ich fahre jetzt erstmal in die Base. Toll, 50 Punkte, das spare ich mir schon. Ich mache ganz selten Prost. Ja, du prostest halt einfach nicht gerne mit mir. Ja. Genau. Ja. Wir sind ja mit dir meist in-game, also von daher prosten wir dann. Solange wir noch kein Schnaps miteinander getrunken haben, gibt es kein Prost. Ja, das sagst du mir ja auch nur einmal. Pass auf, machen wir so. So, ich muss erstmal die Drohnen und die ganzen Sachen auf die Hand nehmen. Ach so, da war ja noch was, ja. Mitleid. Das ist aber das Zauberrad, ne? Ja, ja. Ja, das können wir jetzt machen, während
Während wir sowieso den Server neu starten, ne? Und alle runter mit euch. Nehmt eure Drohne auf, die Drohne draußen haben. Moment. Die Autos können ja stehen bleiben diesmal, ne? Ja, gut, ich nehme jetzt mal lieber auf. Wenn der Server so schon rumspackt, da will ich nicht, dass man dann hier... Stimmt, ja. Materie, Naturtechnik. Ja, im Jahr können wir neu starten. Eine Runde Mitleid. Gut. Hä? Warum kann ich jetzt das Auto nicht aufnehmen? Das kann sehr gut sein, Rasi, ja. Das kann sehr gut sein. Wenn PvP ist klar, dass du wahrscheinlich stirbst, ja. So, dann mal los. Dann mal los. Also, Server-Neustart. Ich starte aber auch gleich mal vor sich selber das komplette Spiel neu. Sehe ich. Ich mache es immer. So. Und wir machen jetzt das Glücksrad als Modus. Ja, es wird vom Glück geküsst, also normal müsste es gewinnen. Ja, normalerweise schon. So. Und. Start. Schön, dass ich deine Antwort jetzt eher höre, als was ich dann sehe. Verloren. Leider die Niete gezogen. Ja, das war jetzt eine Doppel. Ist ja was eine Doppelniete. Da war ja nicht mal Glück irgendwo in der Nähe. Naja. Tadam. So. Wenn heute der Kanalpunkt über den Tisch geht, alleine 150.000 Punkte habe ich ja schon verursacht, dass die wegfliegen. So. Und guck mal, weil viele von euch fragen wegen öffentlichen Servern oder überhaupt auf einem Server spielen. Ne? Hier gibt es zum Beispiel einen gemoddeten Community-Server. Ich habe keine Ahnung, ob es da mit Passwort reingeht oder sonst irgendwie was. Der kommt immer wieder vor. Der hat über 40 Plätze. Vielleicht kann man da einfach so mitmachen. Ich habe keine Ahnung. Du kannst es so mitmachen, weil sonst wäre ein Schloss davor. Ja, ja, genau. Überall, wo kein Schloss davor ist, kannst du so drauf. Ja. Aber du müsstest dann erstmal, wenn es ein gemoddeter Server ist, müsstest du ja erstmal wissen, was für Mods da drauf sind. Ich glaube, ich muss das Spiel neu starten. Bei mir sagt er irgendwas mit Epic. Epic Online Service, das Ticket. Komisch, ne? Das hat in 7 Days mit Epic zu tun. Was ist die Anbindung, die Punkteanbindung? Bin mal raus für heute. Viel Spaß. Weil früher waren das nur Steam-Konten. Und jetzt sind das so eine komische Verbindung, auch Epic-Konten. Ach so? Ah ja. Okay. D-Max, mach gut, schön, dass du da warst. Hab einen schönen Abend. Bei mir geht's instant. Ich hab Spiel neu gestartet, bei mir geht's instant. Also. Da hat die Chefin schon wieder Pictures gemacht. Klar. Was würde ich so. 7 Days spielen, würde ich nur bei Nadine raufrutschen? Ja, ja. Genau, Tag oben. Ich hört sich ja auch schon wieder komisch an. Aber Jens, ist die Chefin eigentlich zu Hause auch so schlimm, was Fotos betrifft? Nee, überhaupt nicht. Zückt das Handy? Ich mache nur Spielefotos. Bei Jens Naked Online. Siehst du, apropos Fotos, Chefin, du wolltest mir noch ein paar Fotos schicken. Ja, ich habe auch schon geguckt. Wenn ich das nächste Mal mal bei meiner Mutter bin. Weil die hat das. Und ich habe auch schon geguckt, das Buch, was wir haben über Kehlsteinhaus, das gibt's leider nicht mehr zu kaufen. Sonst hätte ich dir das schon längst bestellt und schicken lassen. Aber das gibt's leider nicht mehr. Und die anderen Bücher kenne ich ja nicht, weißt du? Du hast ein Buch zu Hause, oder wie? Ja, wir haben dort dann eins gekauft. Das kann ich ja durchblättern, wenn ich dann bei dir zu Besuch bin, wenn ich in Roster ist, dass ich das Buch dann mal durchlese. Ja. Anguck. Ja. Haus ist nur original verschweißt, dann halt nicht. Wann ist denn das erste Mod-Treffen bei dir zu Hause? Kacka. Ich bin heute vom Glück geküsst. Die Mod-Treffen. Gibt kein Mod-Treffen. Ja doch, hat er ja Chefin mal geplant. Ja, da musst du auch mindestens erstmal ein Jahr Mod bei ihr sein. Nur weil du jetzt eine Woche bei ihr Mod bist. Eine Woche. Hast du auch nochmal Glückkrüge verschenken? Mit GIF. Ausrufezeichen GIF. Und dann den Namen und dann die Anzahl. Genau.
All systems go. Huch. Spiel bei also, Mensch. Ausrufezeichen, GIF, Ad, Madlady, 20.000. So. Weißt, genau. Weißt du, oh. Weißt du eigentlich schon, wem du einen Sapp verschenkst? Ich hätte da ja jemanden. Ich hätte sogar zwei. Mal raus damit. Ja, zum Beispiel, der Hoshi hat keins, habe ich vorhin gesehen. Der Rasi hat noch keins. Er hat ja als erstes hier schreit. Genau, wer als erstes hier schreit. Oh, jetzt wird Racker ganz doll beschenkt, weil Zensi so gemein ist. Ja, Zensi hat einfach zu viel Holz vor der Hütten. Oh, und Jens schenkt auch noch Racker. Scrat, du hast doch einen Sub. Ah. Yes. Das kann Scratch sich für nächstes Mal aufheben dann. Es werden keine Geschenke aufgestockt. Genau. Oh, ich habe mich gerade verlesen. Vorne steht doch Easy Anti-Cheat. Auch wenn ich keinen Sub hätte, ich würde zum Beispiel nicht hier schreiben, weil ich halt keiner bin, der sich da irgendwie vordrängen will. Come speak with me, friend. Bringt mir einer von euch drei nochmal das Lesen bei? Ich hab grad gelesen, dies wird dann beschlossen. Dies ist ein Server, der durch Easy Anti-Cheat genützt statt geschützt wird. Will nicht. Okay. Wir starten mal wieder. Zack. Irgendjemand verkloppt gerade seine Tastatur. Ich nicht. Tag 97. Ja, Blutwohl. Cyberboy hat hier geschrieben. Ach nee, Mann, 98, nicht 97. Hat auch noch keinen Sub. Sub. Es muss genug Essen bei euch sein, wenn die Mods zu Besuch kommen, sonst werde ich sehr nervig. Ja, das kenne ich selbst. Du Scheiße, bei uns ist ja Party. So, aber du bist noch eine Blutmund-Base für dich, ne? Ach, Racker, alles gut. Du kannst ja auch mal Glück haben, weißt du? Und wenn du nur das Glück hast, mit uns hier zusammen im Chat zu sein, dann ist das schon mal Glück genug. Das Geld ist oben drauf. Oder die Blut. Hatzi Nitro, Hallöchen, hi, herzlich willkommen. Nein, nein, ich habe doch schon gesagt, bei mir wird es kein Treffen geben. Ich tue doch einen Partybus organisieren für uns. Aber weißt dann du? Nur mit der Musik die ganze Zeit. Selbstverständlich, ne? Ja. Nur dieses eine Lied die ganze Zeit. Und wenn der Busfahrer rausspringt während der Fahrt, ist er ja halt. Ja, ich springe auf jeden Fall raus vorher. Kann ich gar nicht verstehen. Also die ganze Zeit dieses also das Auto hat er bei mir vorhin nicht aufgenommen, aber er steht noch da, obwohl ich den aufgenommen habe. Das ja PvP nee, das ist ja alles tödlich, Rasi. Das ist das Modus sein Auto, glaube ich. Ich hab ein Auto jetzt in der Tasche und eins steht vor mir. Was ist denn das für ein Kartoffelsalat? Vielleicht hat Asmo sein Auto. Na gut, aber Asmo wird ja hier drüben sein. Jawohl, ich hab mein Auto in der Tasche. Aber der Loot-Drop ist weg, Chefin. Oh, Gott sei Dank. Der Airdrop ist weg. Also, ich sehe ihn nicht mehr. Nee, ich auch nicht. Du, guck mal zum Händler. Ich nehme mal ein bisschen Geld mit. Genau, Taiko. Hat der genug oder Sparpix? Wo
will ich denn hin? Da will ich hin. Verstehe jetzt zwar nicht, warum mir Asmodus sein Auto als mein Auto angezeigt wird gerade. Finger weg. Meine. Mein Schatz. Kann auch dein Auto bleiben, weil meins ist mit Mods voll und ist schwarz lackiert. Deshalb verstehe ich das nicht, warum der mir dein Auto als mein anzeigt. Das ist das, was ich gerade nicht verstehe. Das ist mir gerade eine Ecke zu hoch. Ich schnapp mir mal ein Deo-Spray und Feuerzeug und tau das Fleisch auf, ja. Mach das. Und zwar hungerst du ja noch, Raka. Das geht natürlich nicht. Das geht natürlich nicht. Weißt du, was mir aufgefallen ist, was wir noch nicht gefunden haben? Eine Nachtsichtbrille. Nee? Nee, stimmt. Also ich und der Frank, wir haben schon viele schon gefunden. Deswegen habe ich gedacht, wir haben hier auch schon so viele. Nee, mir fällt jetzt gerade nicht ein, obwohl ich meine gefunden hätte. Okay. Vor allem ich und der Frank, gell? Habt ihr es mitbekommen? Der Esel nennt sich immer zuerst. Was wollte ich denn gerade machen? Ach so. Was wolltest du gerade sagen? Geh das mal weiter. HC Nitro, Prost! Klung! Nee, habe ich doch gesagt. Ich habe gedacht, wir haben hier auch schon Brillen gefunden, wenn wir dort schon so viele gefunden haben auf dem einen Spielstand. Muss man den aufnehmen? Ach nee, das ist ja Paddel. Entschuldigung. Aber du hast doch gerade gesagt, ja, aber habt ihr es mitbekommen? Ich und der Frank, Und dann hast du mittendrin aufgehört. Ich habe drin aufgehört. Ich habe was? Ja. Ich habe gesagt, wir haben schon drei Brillen gefunden. Okay. Bei mir kam das nicht durch. Ach so. Nee, wir haben keine Nachtsichtbrille bei Rüstung oder bei Kleidung drin. Klar, Radler gibt's auch. Raka. Das hat sich dann ab, ohne dass er hier schreien muss. Wer war der erste? Chefin muss Einladung schicken. Ich muss? Achso. Ja. Ja, aber gut. Egal. Asmodus, vielen lieben Dank für ein Gifted Sub an Rasi und damit herzlich willkommen bei den Zockersuchtis. Mega! Dankeschön, Asmodus. Und Jens auch für ein Gifted Sub an Cyberboy und damit auch herzlich willkommen bei den Zockersuchtis. Mega! Auch an dich. Ja, Mann. Dankeschön, Jens. Via Mare. Und Sven, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Ich habe wirklich mitten im Satz aufgehört zu reden? Ja, deswegen... Was? Ich habe den Satz fertig gesprochen. Nein. Du hast uns das mit den Brillen erzählt, dass ihr schon einige auf dem Server gefunden habt. Dann hast du angefangen mit... Habt ihr erlebt, was mit dem Frank passiert ist? Dann hast du aufgehört. Was habe ich gesagt? Nein! Die Wiederholung an. Und guck dir dein eigenes VOD an. Merk dir die Zeit, guck dir an, wo du bist. Oh Gott, wer spricht denn aus mir raus? Doch von Geistern besessen. Ja. Oh, gestern ist wieder was passiert, Paddel, bei uns. Und jetzt hörst du auf mit Reden, oder? Oder fängt andere Themen an? den Invite hat sie ja immer noch nicht rausgeschickt an uns. Doch, der Paddel ist bei mir drin. Ja, ich bin drin. Du bist draußen. Oder? Nee, jetzt hab ich vom Paddel gekriegt. Ja, ich habe auch die Chefin eingeladen, deswegen konnte die Chefin keine rausschicken. Oh. Und dann ging es gleich weiter mit der Esel nennt sich zuerst. Ja, aber jetzt weiß ich immer noch nicht, was gestern bei dir passiert ist, weil du auch wieder aufgehört hast. Um 8 Uhr, 8 Stunden, 1 Minute und 1 Sekunde, okay. Es passieren ja immer meistens Dinge, wenn wir alle zusammen am Tisch sitzen, ne? Und dann auch im anderen Stockwerk hörst du dann halt immer irgendwas, ne? Also es kann also niemand es gewesen sein von den Geräuschen her. Und es ist immer so laut, dass man immer denkt, sag mal, wer ist denn da oben, ne? Und dann ist gestern irgendetwas, also es hat sich gehört, als ob was runtergefallen ist und wir haben aber nicht gefunden, wir haben den Gegenstand nicht gefunden. Und abends, also das ist halt schon mal wieder passiert, und abends fängt auf einmal der Tom an,
Ja, er würde ja immer mit Licht schlafen. Und meine ich so, ja, aber keine Ahnung warum. Wenn er mitten in der Nacht aufwacht, guckt er immer in Richtung Tür und dann sieht er immer einen Fuß. Und wenn er dann sich aufrecht hinsetzt und dahin guckt, dann ist der Fuß weg. Aber er sieht immer nur einen Fuß. Er sieht nicht zwei, aber er sieht immer nur einen Fuß. Also, du bist aber kloppt. Er ist fester Überzeugung, dass bei ihm The Revenant drin ist im Zimmer. Ja, ihr mit eurem Revenant. Revenant. Aber er sieht nur den Fuß in der Tür, sieht er den weiter oben, sieht er den.